Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine weitere Folge Ramses Kitchen Halloween Special Teil 3. Wir haben jetzt zweimal Getränke getestet in einer Halloween Location. Mir ist immer noch schlecht vom letzten Tasting. Ich muss also was essen, habe mir was Besonderes besorgt und zwar diese Halloween Nuggets. Ihr wisst, ich esse ja immer die Nuggets von Abelen, das sind aber Halloween Nuggets, die sind gefroren. Die brauchen länger und dann ganz speziell diese Black Garlic Heinz Halloween Soßen. Da gibt es drei verschiedene Muster, die wir hier haben. Die möchten wir alle uns mal angucken, eine Geschichte dazu erzählen. Für Thumbnail hauen wir das mal so hier rein und würde sagen, die Maske muss auf jeden Fall fort. Denn ich sehe nichts, ich höre nichts, ich rieche nichts, ich schmecke nichts. Das stellen wir wieder hin. So, deshalb Maske weg, zack, wo ist die Brille, damit ich was sehe, blind wie ein Maulwurf und die Mütze wieder auf. So, jetzt sind wir hier, was ist das jetzt? Ich muss kurz Geschichte erzählen. Pupsi hat im Prospekt gesehen, es gibt von Heinz im Angebot Black Garlic Knoblauchsoßen. Da war ein Bild da von einer Flasche Kohlraben schwarz und daneben war eine Heinz Mango-Creme-Soße abgebildet. Ich habe das Bild in die Familiengruppe geschickt und gefragt, ob jemand ins Kaufland kommt und mal schauen kann, ob er eine von diesen schwarzen Black-Garlic-Soßen ergattern kann. Meine Mutter, gut wie sie ist sie los und was hat sie gesagt? Mensch, ich wusste gar nicht mehr genau, welche du meinst. Ich habe jetzt einfach mal gekauft, diese Heinz Black Garlic cremige Knoblauchsoße. Das ist also hier mit so einem Kürbisdesign in Orange. Das ist dann einmal hier mit dem Totenkopf-Design als Skelett. Totenkopf, wie gesagt, in Weiß. Ich wusste nicht, dass es da mehrere Variationen gibt, denn das ist alles dieselbe Soße, aber drei verschiedene Designs. Hier noch ein lilanes Design mit einem Dracula drauf. Aber das war noch nicht alles. Dann plötzlich bringt sie noch mit eine Heinz vegane Chili-Creme. Dann bringt sie nochmal mit eine Heinz vegane Chili-Creme. Hä? Wieso denn doppelt? Das Problem ist, die hier sieht irgendwie orange aus, die hier sieht irgendwie gelblich aus. Vielleicht ist eine von den beiden vergammelt. Die anderen nicht, die wirken beide sehr flüssig, sehen also eigentlich beide schlecht aus, aber die sahen schon so aus, direkt als sie gekauft hat, hat sie also das noch mitgebracht und als hätte das nicht gereicht, hat sie auch noch Heinz Mayonnaise mitgebracht. Sie sagt immer, ich soll keine Mayonnaise essen, das ist eklig, das macht dick und fett und rund und dann kauft sie Mayonnaise und zu der Mayonnaise hat sie noch Heinz vegan gekauft, das ist irgendwie Salatcreme und Heinz veganes Aioli, weil ja alle Heinz-Soßen gefühlt im Angebot waren, also hat sie einfach von jeder Heinz-Soße ein Päckchen mitgebracht. Dabei wollte ich doch nur eine so eine schwarze Black Garlic. Und wenn es da halt drei verschiedene Designs gab, okay, bringt man halt alle drei mit und sagt, kannst du ja mal zeigen. Aber der Rest. Ich muss meine eigene Tafel eröffnen, damit wir die alle irgendwie loswerden. Die schwarzen Black Garlic möchten wir aber heute testen. Und wie gesagt, wir haben hier diese Halloween Nuggets dazu. Ich weiß jetzt nicht für das Thumbnail, wie das gut ankommt. Ich halte es nochmal so rein einfach. Weil jetzt sehe ich auch was. Wenn das mit der Maske was geworden ist, mache ich es mit der Maske. Wenn es nichts mit der Maske geworden ist, dann mache ich es halt nicht mit der Maske. Das stelle ich jetzt alles mal hier hoch. Hier gucken wir mal kurz rein, denn ich muss jetzt erstmal die Nuggets warm machen. Die müssen in der Pfanne gemacht werden oder in der Fritteuse gemacht werden oder im Backofen. Pupsi hat eh irgendwie so komischen Fisch gemacht. Das heißt, ich werde die jetzt einfach mit im Backofen machen. Und die haben halt die Form von Geistern oder von, ja, vielleicht von Fledermäusen. Wie seht ihr das? Sieht das gut aus? Kann man da was mitmachen? Packen wir mal hin. Kennt ihr das also? Wenn die Mütter übers Ziel hinausschießen und dann einfach den halben Einkaufsladen mitbringen. Das ist nicht viel, die sind aber groß und fett. Die kommen in den Ofen, dann auf den Teller und dann probieren wir mal die Black Garlic cremige Knoblauchsoße von Heinz im letzten Halloween Special. Reiner.
bist doch gerade erst Vater geworden. Rainer, Katze, geh doch lieber nach Haus. Ja! Boom! So, die Nuggets sind jetzt fertig, frisch aus dem Ofen heraus, sehen sehr knusprig aus, riechen auch richtig gut. Ich habe mal mit der Gabel reingestochen, sind auch irgendwie saftig und zart im Inneren. Und die haben drei besondere Formen. Wir haben einmal hier den Kürbis. Guckt euch das an. Das ist der Kürbis, erkennt man an dem Zipfel oben. Dann haben wir letztens erst Batman-Pizza getestet. Das ist die Fledermaus. Erkennt man an den Fledern. Genau, die an der Maus da dran sind. Und jetzt haben wir noch den Jonas. Guckt euch das an. Das ist der Jonas. Warum? Pupsi hat ihn für Halloween extra ein Geistkostüm gekauft. Das trägt er heute auch gerade im Kindergarten. Das werden wir dann am Donnerstag auch anziehen. Also ich nehme das gerade hier am Mittwoch auf. Und vielleicht, wenn wir ein cooles Foto hinkriegen, kann man das ja mal posten, damit die Leute wieder durchdrehen und sagen, wie kann man denn nur ein Kind fotografieren? Das sieht dann ungefähr so aus. Wenn nicht, poste ich dieses Nugget nochmal, damit ihr wisst, wie der Jonas aussieht. So, jetzt möchte ich aber eigentlich mal die Heidens, ich muss es nochmal hochhalten. Ach komm, die Weiße sieht eh nicht so gut aus. Wir halten es nochmal hoch so. Weil ich nicht weiß, ob ich ein gutes Thumbnail schon habe oder nicht. Und ich brauche ja jetzt, wenn ich die schwarzen teste, eigentlich nur eins. Ich finde das zum Beispiel, finde ich langweilig, das Weiße. Das würde ich hier hinstellen. Dann habe ich hier die zwei anderen, das Lilane und das Orange. Das Orange habe ich in der Werbung gesehen. Das ist das, was ich unbedingt haben wollte. Es sind eher alles drei die gleichen Soßen. Wir werden also das Schwarze einfach mal aufmachen. Vegane, cremige Soße mit schwarzem Knoblauch. Das sieht gut aus. Wir ziehen es hier mal ab. Wir werden bestimmt auch, Mad Dog steht auch wieder da. Wir werden bestimmt auch mal eins von den anderen Soßen testen oder so. Ich glaube, wir werden das jetzt alles nicht nur hier auf das Schwarze nehmen. Uns interessiert, wie das jetzt aussieht, wie das schmeckt. Aber die Nuggets sind eh so groß. Wir nehmen uns mal hier so einen Jonas Nugget und packen da mal schwarze Knoblauchsoße drauf. Sieht aus wie Tinte, oder? Guckt euch das an. Wie Tinte, aber extrem cremig. Du kannst das hier so halten. Das hängt einfach da über dem Abgrund rum. Okay. Das macht auch die Zunge schwarz, wenn ihr mehr davon isst, glaube ich. Aber oh, geschmacklich, entweder liegt es an den Nuggets oder es liegt an der Soße. Die ist vegan, okay, aber irgendwie ist die so schmierig und so fettig auf der Zunge. Knoblauch ist da im Abgang. Knoblauch merkst du auf jeden Fall, aber präsent ist einfach diese extreme fettige Fettnote. Oh, was für mich schon wieder sehr unangenehm ist. Ich werde gleich mal den zweiten Test machen. Wir werden uns hier drüben, steht ja eine vegane Aioli. Aioli, weiß ich immer, was auf mich zukommt. Wir werden auch die Aioli mal aufmachen und probieren. Aioli finde ich meistens besser als Knoblauch, obwohl das doch eigentlich auch Knoblauch ist. Aber irgendwie ist es trotzdem anders. Machen wir mal auf dem Rest Jonas jetzt hier die Aioli-Creme. Ist sie auch so fettig? Sieht halt alles cremig, mayonnaisig aus. Schmeckt mir komischerweise auf Anhieb direkt besser. Das heißt, wenn es die Aioli-Creme schon die ganze Zeit gab, würde ich lieber die kaufen, weil ich was mit Knoblauch haben möchte, statt die andere. Steht auch was dabei, wie viel Knoblauch da drin ist. Knoblauch 3%. Und in der schwarzen haben wir schwarzer Knoblauch 1,8%. In der Knoblauchsoße ist weniger Knoblauch drin als in der Aioli. Aber die ist irgendwie mega fettig. Was braucht man noch? Mayonnaise? Brauchen wir nicht probieren. Vegane was? Salat? Creme? Ach komm, wir sind jetzt einfach mal gut dabei. Wir hauen uns jetzt von der auch noch was drauf. Die Mama hat die Soßen noch nicht umsonst gekauft. Die möchte doch, dass die Soßen mal probiert werden. Wir holen uns also nochmal einen Jonas her und schmeißen uns jetzt die vegane Creme drauf, die viel leichter rausgeht. So packe ich es eigentlich auf die Gabel, wir können es auch so essen.
die Salatcreme ist sehr leicht. Irgendwie perfekt, wenn du jetzt eine richtig scharfe Soße hast an den Nuggets und willst mir zwischendurch Nugget mit irgendwas sahnigen, cremigen. Hat jetzt nicht so viel Eigengeschmack. Müsste also wie Mayonnaise sein, nur dass Mayonnaise ein bisschen muffiger ist. Hier haben wir jetzt auch die Mayonnaise. Eben haben wir gesagt, komm, braucht man nicht. Jetzt hauen wir sie uns doch mal hier drauf. Was für Kreationen da entstehen. Die Mayonnaise auch gut. Also ich glaube, die Mayonnaise passt sogar bisher einfach am besten dazu. Aber wenn ihr jetzt unterscheiden müsstet, diese vegane Creme und die Original-Mayonnaise, ist ja wahrscheinlich die vegane Creme gesünder. Schmeckt fast so ähnlich. Also müsste die jetzt auf Platz 1, dann die Mayonnaise, dann das Aioli, dann die Black Garlic Creme und da fällt auf, wir haben ja noch diese zwei komischen Chili-Soßen oder Chili-Cremes, vegan auch, wo die eine orange aussieht und die andere gelb. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Wie gesagt, das sieht sehr flüssig aus. Das machen wir jetzt auch einfach auf. Da müssen wir aber beide aufmachen, um zu gucken, wo der Unterschied ist. Ob eine wirklich vergammelt ist und die andere nicht. Sonst fliegt die gleich weg. Die brauchst du niemanden mehr andrehen dann, wenn die jetzt verdorben ist. Wir nehmen uns jetzt auch mal hier eine Fledermaus. Oh. Einmal da drauf gewurstet. Ihr hört schon, der Durchschiss kommt. Schmeckt sehr unscheinbar, aber irgendwie hat es im Abgang eine leichte Note von Pombeer-Paprika. Pombeer hat auch immer so grüne Tüten gehabt. Pombeeren mit Paprikageschmack. So erinnert mich das gerade an Pombeeren mit Paprikageschmack. Mal gucken, ob das bei der gelben genauso ist oder ob die jetzt einen richtig unangenehmen Geschmack hat. Ja gut, das wirkt wieder noch flüssiger auf der Hand. Okay, obwohl beide so unterschiedlich aussehen, eine gelb, eine orange, wenn man ganz genau hinguckt, es schmeckt beides genau identisch. Vegane Chili-Salat-Mayonnaise ohne Ei mit einer leichten Paprikanote. Das soll bestimmt Chili sein, es schmeckt aber irgendwie einfach nur nach Paprika, aber hat eigentlich einen guten Geschmack. Wie würde ich das jetzt einordnen? Also die schwarze finde ich immer noch am schlimmsten, dann Knoblauch, ich bin ja jetzt nicht so der Knoblauchfreund. Mayonnaise hat am besten geschmeckt. Komm, wir hauen die zwei Paprika jetzt hier dazwischen. Das heißt, ich würde wahrscheinlich diese vegane Creme an die erste Stelle setzen. Da einen Tropfen Maddox dazu. Dann habt ihr die Mayonnaise. Dann habt ihr die Chili-Mayonnaise. Dann habt ihr die Aioli. Und dann habt ihr schwarzes Paprika. Damit wir aber noch mal besser klarkommen, nehmen wir uns jetzt einmal einen Tropfen Mad Dog. Weil scharf war jetzt nicht wirklich was. Das Schärfste war wirklich hier diese Chili, vegane Chili. Wir möchten aber jetzt gucken, wenn wir einen Tropfen Mad Dog nehmen, jetzt wieder gucken, ob da noch was drin ist. Ein Tropfen Mad Dog und dann die beste Creme, die wir gerade haben, gegen einen Tropfen Mad Dog mit der schlechtesten Creme. Einmal Mad Dog. Das brennt. Schärfe baut sich auf. Und jetzt was zum Ablöschen, was Fettiges. Also das ist auf jeden Fall eine geniale Kombination. Die Augen fangen jetzt schon an zu drehen wieder. Mad Dog macht sich wieder überall breit. Greift überall an. 5 Stück werde ich mir mal zur Seite legen, damit die anderen auch mal die Nuggets probieren können. Und jetzt kommt der schlechteste Teil. Ein Tropfen Mad Dog. Und nochmal zum Abschluss. Der eigentliche Test, den wir ja vorhatten. Die schwarze Witwe. So, ein Tropfen Mad Dog und dazu die schwarze Black Garlic Heinz-Soße, die schlechteste war vom ganzen Test, obwohl die so cool aussieht. Was mache ich mit den 2 geschlossenen Packungen? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich Hannes ja eine mitgeben, der kommt nämlich am Freitag. Und der findet das bestimmt cool. Und der würde bestimmt eine mitnehmen. Mmh.
So, Mad Dog ist drauf. Die schwarze Tinte hinterher. Okay, vergesst es. Mad Dog und Knoblauch werden keine Freunde, sind keine Freunde. Ich bin kein Freund von der schwarzen. Das fand ich am coolsten vom Design. Hannes, der steht auf schwarz. Der will sich bestimmt was mitnehmen. Er könnte sich aussuchen, das Weiße oder das Lilane. Ich finde das Lilane als Dracula finde ich cool. Das würde ich ihm empfehlen. Vielleicht nimmt er auch das Weiße. Hier könnt ihr mal reinschreiben, welche Edition ihr am coolsten fandet vom Design. Der weiße Totenkopf, das Skelett, der lilane Dracula, der Vampir oder, die ich mir rausgesucht habe, der orange Kürbis, ganz klassisch, Halloween Kürbis, normal, Halloween Michael Myers Kürbis ausschnitzen, das hat Tradition. Ansonsten bin ich leider ein bisschen enttäuscht, aber hoffe, ihr hattet vielleicht ein bisschen Spaß mit dem Video. Die Halloween Nuggets schmecken gut, die sehen cool aus. Und trotzdem, bei den nächsten Sachen haben wir wieder die ganz normalen Abelen-Nuggets, die nicht gefroren sind, die man nicht im Ofen machen muss. Euch, Happy Halloween, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.